wieder eure Katrin mit einem neuen Review für euch. Weiter geht's mit den Safari-Neuheiten von 2017 und wie unschwer zu erkennen geht es heute um den Mikroraptor von Safari. Safari hatte ja bereits schon einen Mikroraptor auf den Markt gebracht, auch in einer ziemlich aufwendigen und spektakulären Pose und auch sehr hell, ja, auch ein sehr witziges kleines Kerlchen. Dieser hier kommt komplett in Schwarz daher, ist hier und da gelb abgesetzt an den Füßen, am Schnabel und kommt, wie ich finde, ziemlich adler-like rüber. Ja, also der Kopf wirkt wie von einem Adler. Nur, dass eben die Schnauze oder der Schnabel nicht so gebogen ist wie bei einem Adler. Wie auch immer, auch hier wieder eine spektakuläre Pose, muss ich sagen. Die Schwingen sind wirklich sehr, sehr schön gemacht. Sehr außergewöhnlich, wie ich finde. Also wirklich ein kleines Schmuckstück. Auch die Schwanzfahne hinten wirklich sehr kreativ. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Setzt sich hier an einem sehr dünnen, schlanken Schwanz an. Die Beine sind befiedert mit langen Schwingen, ja, mit langen Federn, wie man hier sieht, ja, ähnlich wie an den Flügeln. Und er scheint hier so zu hüpfen, ja, um in den Flug zu kommen. Wirklich, wirklich schön. Er hat die Schwingen so ausgebreitet, möglicherweise, um sich von einem Baum oder von einem Ast herabgleiten zu lassen. Das Vorgängermodell von Safari vom Mikroraptor habe ich euch bereits vorgestellt. Ja, den Link findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Da habe ich auch nochmal was zum Mikroraptor selbst gesagt. Deswegen beschränke ich mich hier nur auf das Zeigen und Vorstellen dieses kleinen Kerlchens hier. Also der hat mich beim ersten Anblick schon sehr begeistert. Ja, als Safari so seine Neuheiten veröffentlicht hat, fand ich den hier schon spitzenmäßig. Und eines war klar, der sollte es sein. Der muss unbedingt in meine Sammlung. Und da ist dieses Schätzelein. Dann gehen wir mal in die Nahansicht. Da haben wir zum Beispiel mal den linken Flügel mit den Fingerchen hier oben dran. Gehen dann weiter zur Rückenpartie. Und zum anderen Flügel. Da wird sichtbar, wie schön hier die Federn auch modelliert wurden. Wirklich einmalig, wirklich sehr, sehr schön gemacht. So sieht dann also das Köpfchen aus. Ne? Sie hat hier so einen gelben Schnabel. Das Auge selber ist nochmal so ein Graubraun unterlegt. Und die Iris ist orange mit einer großen schwarzen Pupille da drin. Die Zähnchen sind wirklich allerliebst. Auch die sind modelliert. Ja, so klein und winzig, wie die auch sind, aber die sind modelliert. Er hat das Schnäbelchen offen. So sieht er dann von vorne aus, also sehr, sehr vogel-like. Das ist dann nochmal die andere Seite. Dann haben wir hier mal die Innenseite eines der beiden Flügelchen. Ach, ist er nicht herrlich? Ist er nicht wunderschön, diese kleine schwarze Schönheit? Hier ist dann nochmal das befiederte Bäuchlein. Na, der stark befiederte Hals hier. Wirklich sehr, sehr schön. Dann die Befiederung der Beine. Hier nochmal die Innenseite mit den Füßchen. Also er scheint hier so ein bisschen in hüpfender oder fliegender Stellung zu sehen zu sein. So, nochmal die andere Seite. Also wirklich sehr, sehr schön. Dann nochmal die Unterseite der Schwanzfahne. Hier wird nochmal so eine Seriennummer sichtbar. Aber er ist wirklich herrlich, ne? Tolles Modell. Wirklich schön. Das wäre der kleine Raptor einmal komplett von oben, einmal komplett von unten. Das wäre er dann einmal komplett von vorn und so einmal direkt von hinten. Dieser hübsche kleine Mikroraptor von Safari aus der 2017er Serie hat eine Länge von 17,5 cm, eine Spannweite von 17,5 cm. Und eine Höhe von 5,5 cm. Also ist ein anständiges kleines Kerlchen. So viel also zum Mikroraptor von Safari. Ja, wirklich schönes kleines Kerlchen. Also mir gefällt er wirklich sehr, sehr gut in seinem Pechschwarz mit dem gelben Schnabel, den gelben Füßchen und den Klauen hier an den Flügeln. Ein wirklich außergewöhnlich schönes Exemplar, wie ich finde zumindest, mit diesen langen Flügelchen, mit den langen Federn da unten an den Beinen, diesen ausladenden Schwingen, wie gesagt, eine Spannweite von 17,5 cm und genauso lang ist er dann auch nochmal.
das soll es erstmal gewesen sein zum Review zu diesem kleinen Modellchen hier. Ich klinke mich dann erstmal wieder aus, sag tschüss bis zum nächsten Mal und bis dann, ihr Lieben. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer alle wichtigen Informationen, wo ihr dieses Kerlchen hier erwerben könnt. Das Review zu dem Vorgängermodell des Mikroraptors von Safari. Meine Facebook-Seite, Twitter und so weiter. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es nicht ohnehin schon habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review-Time, Unboxing-Time, was auch immer, da bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye! Thank you.